Hallo, hier ist der Lars von Ruhe Energie. Ich wollte mit dem Video eigentlich noch einen Moment warten, weil ich total müde bin. Ich habe die letzten 1,5 Wochen sehr, sehr viel gearbeitet, sehr wenig geschlafen. Man sieht es mir wahrscheinlich an, aber ich habe jetzt so viele Kommentare bekommen und Nachrichten zum Thema Verdauung, Sodbrennen und Unverträglichkeiten, weil ich erwähnt habe, dass ich die wegbekommen habe. Und deswegen wollte ich das Video jetzt unbedingt machen. Eins vorweg, das ist alles jetzt im Prinzip nur Bro-Science, also bedeutet nur meine eigenen persönlichen Erfahrungen. Darüber gibt es teilweise auch keine Studien und so, aber ein paar Sachen, ich will es euch einfach mal erklären, warum ich gewisse Sachen verändert habe und dass halt mein Magen- und Darmtrakt jetzt wieder vollständig in Ordnung ist. Ich fange mal an. Ich war ja bei dem Dr. Jakob zu besuchen, hatte mit ihm zwei Interviews gemacht und in dem einen hatte ich ihn auf meine Smoothies angesprochen, weil ich immer mal wieder von Zuschauern komische Kommentare bekommen habe, weil ich irgendwie 10 Bananen zum Frühstück trinke und 10 Bananen zum Mittagessen und das wäre doch nicht gesund. Und da hatte er sich relativ negativ geäußert und daraufhin hatte ich einen Cholesterintest gemacht. Darüber mache ich noch ein eigenes Video demnächst, aber der war sehr hoch, der Cholesterinwert auf einmal. Ich war ja schon mal auf einem ganz guten Wert und der war plötzlich sehr hoch. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass wenn der Blutzuckerspiegel, nicht mehr der Blutzuckerspiegel, sondern wenn der Insulinspiegel immer so hoch geht, dann kann es durchaus sein, dass es auch Probleme gibt mit der Leber. Auch die Leber verstoffwechselt ja den Fruchtzucker. Und ich habe aus meiner alten Low-Carb-Zeit ja noch eine Fettleber, die dauert ein paar Jahre, bis die weggeht. Und das führt dazu, dass der Cholesterinspiegel dann, weil die Leber überlastet ist, ansteigt. Was noch passiert ist, ich hatte ja immer sehr, sehr gute Blutzuckerwerte. Ich habe den Blutzucker ja immer gemessen als Kontrolle. Das lag aber nur daran, dass meine Bauchspeicheldrüse sich so gut erholt hatte, aber die war die ganze Zeit am Pumpen. Und dann habe ich bei YouTube gesucht und gesucht und habe dann mehrere Videos gefunden, die erklärt haben, dass die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert, auch dafür verantwortlich ist, ich glaube, 7 Verdauungsenzyme herzustellen. Und diese Verdauungsenzyme sind wichtig, um gewisse Nahrung zu verdauen, unter anderem auch um genug Säure herzustellen für den Magen und den Dünndarm. Weil im Dünndarm gibt es nicht so viel Säure, aber Verdauungsenzyme für den Dünndarm. Und ich hatte dann daraus geschlussfolgert, okay, wenn die Bauchspeicheldrüse überfordert ist, dann stellt die, das habe ich auch in einem Video gesehen, die Produktion dieser Enzyme ein, um ihre Kraft darauf auszulegen, dieses Insulin immer zu produzieren. Ist ja ganz klar, wenn ich andauernd reine Fruchtsmoothies trinke, ich rede hier nicht von grünen Smoothies, dann pumpt die ganze Zeit, ja, das geht schön ins Blut, es wird aber dann auch gut wieder verstoffwechselt in der Leber und die sind überlastet und konzentriert sich halt darauf und produziert dann halt keine Verdauungsenzyme mehr da, genau. Ich will das jetzt auch nicht genau erklären, ich kann es auch nicht genau erklären, ich bin ja auch kein Arzt. Es ist so, ich habe aufgehört Smoothies zu trinken, einfach mal ein paar Tage und schon wurde es deutlich besser. Also das Sodbrennen rede ich, ich rede jetzt vom Sodbrennen. Meiner Meinung nach kann mein Sodbrennen und dass ich halt Stärkeprodukte nicht mehr so gut vertragen habe, daher, dass ich zu viele Fruchtsmoothies getrunken habe. Gut, das war die eine Sache. Und dann hatte mich ein Zuschauer angeschrieben und hatte gesagt, ja, er hätte eins meiner Sodbrennen-Videos gesehen und er wäre bei einem Heilpraktiker gewesen und der hätte ihm organischen Schwefel verschrieben. Ja, das ist so ein Pulver, das wird aus Pinien gemacht und das ist ein rein biologisches Produkt, chemisches Produkt, ich weiß es nicht genau. Ihr merkt, ich bin müde und ich habe mich auch nicht gut vorbereitet, ich will es trotzdem raushauen, das Video. Ich habe mir erst Kapseln gekauft hier, vegane Kapseln mit diesem organischen Schwefel und habe das genommen und habe schon gemerkt, es wird deutlich, deutlich besser. Nachdem diese ersten Packungen mit den Kapseln aufgebraucht waren, habe ich mir dieses Pulver bestellt. Das ist deutlich günstiger. Ihr findet auch alle Links in der Beschreibung, auch zu irgendwelchen Videos, die ich hier erwähne. Und habe dann die Dosis gesteigert und zwar nehme ich jetzt täglich so 5 bis 10 Gramm von diesem organischen Schwefel. Also da ist dann deutlich günstiger, dieses Pulver zu bestellen. Ich rühre mir das in so ein großes Glas Wasser, in so ein 0,3er Glas Wasser. Und gestern habe ich 8 Gramm genommen, manchmal nehme ich 10 Gramm, manchmal nehme ich 5 Gramm. Das mache ich so nach Intuition. Aber ihr solltet mindestens mal 5 Gramm nehmen. Am besten, wenn ihr wirklich Probleme habt mit dem Sodbrennen und mit dem Darm, vielleicht wirklich mal 10 Gramm testen, mal 30 Tage ausprobieren, mal sehen, was sich da verändert. Warum organischer Schwefel? Organischer Schwefel ist
ist wichtig, um die Verdauungssäfte zu bilden. Wenn man einen Mangel hat an organischem Schwefel, dann kann das der Körper nicht richtig. Und wo kann man organischen Schwefel quasi normal durch die Nahrung aufnehmen? Ich glaube, das sind Brokkoli, Sprossen, Zwiebeln, Knoblauch und sowas. Und sowas habe ich relativ wenig gegessen, weil ich diesen Geschmack nicht so abkonnte. Ja? Also manche Leute essen ja sehr viel Knoblauch und Zwiebeln und dann wird es auch genug sein. Aber ich war ja eh schon ein bisschen kaputt durch diese 10 Jahre Low Carb. Und seitdem ich das nehme, ist es deutlich besser und ich schlafe auch besser. Ich verlinke euch mal einen Artikel, wo ihr so ein bisschen was nachlesen könnt. Dann habe ich weiterhin meine Darmflora aufgebaut. Ich habe die ganze Zeit Vitabiosa genommen. Das war so ein probiotischer Trink. Der war auch sehr gut, aber ich hatte das Gefühl, ich muss auf was anderes umsteigen und hatte mir dann hier Lactobifido besorgt. Und hier drin sind zwei sehr wichtige Sachen. Und zwar ist da, also sind 6 Stück drin. Und wichtig ist immer Lactobacillus acidophilus und die Bifidobakterien. Und wichtiger wäre aber, bevor ihr euch irgendwas kauft, einen Test zu machen, den will ich auch demnächst machen, um die Darmflora zu checken. Das bedeutet, man entnimmt eine Stuhlprobe, schickt die an ein Labor und die schicken einem eine komplette Auswertung der Darmflora zu. Ob man Hefepilze hat, ob man Candida-Pilze hat, ob man zu viele, zu wenige Darmbakterien hat. Und dann steht da drin in diesem Bericht, welche Probiotika genau die richtigen für einen wären. Und dann kann man ja in die Apotheke gehen und die sich besorgen. Das würde ich eigentlich jedem empfehlen. Das nennt sich Flora-Status. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Ich habe nur mal nachgeguckt. Ich glaube, es kostet 51 Euro. Und dann hatte ich ja noch, um nochmal hier so eine Initialzündung zu geben für den Magen-Darm-Trakt, diese Reisdiät gemacht. Das Buch habe ich hier. Und habe da 14 Tage lang eine kalorienreduzierte Kost zu mir genommen aus Reis und Obst. Und habe da 3-mal am Tag nur sehr kleine Portionen gegessen und hatte am Anfang auch sehr starke Probleme mit der Verdauung, dass ich gemerkt habe, ich kann diese Stärke einfach nicht gut verdauen, den Reis. Es hat aber nur 3-4 Tage gedauert, bis sich das dann wieder eingependelt hat. Und nachdem ich diese ganzen Sachen gemacht habe, und das ist jetzt schon so ungefähr 2 Monate her, deswegen wollte ich einfach warten, ob sich irgendwas verändert hat, sind alle Unverträglichkeiten verschwunden. Ich habe kein Sodbrennen mehr, ich habe keine Blähungen mehr, ich habe auch keine Glutenunverträglichkeit mehr. Das bedeutet, ich kann sogar mal ein Stück Weißbrot im Notfall essen, eine vegane Brezel, ja, oder auch mal eine Weißmehlpizza und habe keinerlei Probleme. Ich hatte immer Sodbrennen gekriegt, so ungefähr 1 Stunde, nachdem ich das gegessen hatte, solche Sachen, und habe das natürlich dann auch gelassen. Also das sind nur so meine Tipps, wie ich es gemacht habe. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber das ist nur für die Leute, die Probleme haben. Achtet mal darauf, ob vielleicht eine dieser Sachen vielleicht auch auf euch zutrifft, ob ihr da irgendwie nachbessern könnt, und schreibt mir vor allem mal in die Kommentare, was ihr noch für Tricks habt. Ja, ich will ja immer dazu lernen. Ich bin ja auch durch viele Sachen jetzt gekommen, durch euch, durch eure Kommentare und Nachrichten, und haltet mich auf dem Laufenden, wie es euch geht, und ich werde immer mal wieder Videos machen über diese Thematik, weil es so viele Menschen betrifft. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Entschuldigt nochmal mein Aussehen, ich bin wirklich total müde und fertig. Aber ich wollte es raushauen, vielleicht mache ich nochmal ein richtig besseres Video demnächst. Aber ja, nehmt es mir nicht übel. Bis bald und tschüss.